DKB-Kontoeröffnung und ihr könnt viele, viele Meilen sammeln, 9.000 und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, wenn ihr das als Gehaltskonto macht. Des Weiteren nochmal ein Reminder, Imeria hat einen Gutschein-Sale, mit dem ihr Geld sparen könnt. Wir haben dann nochmal etwas aus der Ecke, wo ich etwas gelesen habe, wo ich denke, hey, das muss ich euch mal erzählen. Und es geht sich darum, 6 Tipps von Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern, was man auf dem Flug tun soll, damit es hübscher wird, damit man, wie der Titel heißt, Airline Industry Secrets that will help you to fly like a pro. Ich muss es einfach ablesen. Also seid dann ein Pro. Und wir haben nochmal Air Canada. Wer bei Air Canada sammelt, wird feststellen, dass bei Air Canada die Meilen weniger wert geworden sind. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Auch an diesem heiligen Samstag natürlich eure tägliche Dosis von mehr Meilen, mehr Punkten und vor allem auch mehr Status. In der heutigen Ausgabe starten wir mit einem Meilendeal. Und zwar, wenn ihr bei der DKB ein Konto eröffnet, und zwar ein Girokonto, bekommt ihr 9.000 Prämienmeilen als Begrüßungsgeschenk. Und die sagen, dass das etwas länger dauert, bis man die Meilen bekommt. Aber im Regelfall ist es einfach so, dass es am nächsten Tag da ist. Ich hatte bei meinen Kunden das gesehen. Da sind die Meilen relativ schnell gut geschrieben worden. Wer nochmal zusätzlich 4.000 Meilen, also in Summe 13.000 Meilen, sammeln möchte, der kann das Konto als Gehaltskonto anmelden. Das muss man innerhalb der 6 Monate tun, der ersten, dann bekommt man diese. Was gibt es noch? Voraussetzungen natürlich, gibt keine Kontoführungsgebühren, Aktivstatus in den ersten 6 Monaten mit zusätzlichen Vorteilen, kostenlose Geldabhebung, Bezahlung weltweit mit der Kreditkarte, also Visa ist es, kostenlose Visa-Debitkarte, also es ist keine Kreditkarte, es ist eine Debitkarte. Gutschrift der Prämienmeilen, wie ich sagte, dauert halt 6 bis 8 Wochen, aber sind teilweise am nächsten Tag schon da. Dann wichtig ist, dass ihr in den vergangenen 12 Monaten kein DKB-Konto gehabt habt. Und wie ich schon bereits sagte, das Konto muss innerhalb der ersten 6 Monate als Gehaltskonto eingerichtet werden, um von den maximalen 13.000 Punkten zu profitieren. Also 9.000 für die Öffnung, 4.000, wenn ihr daraus ein Gehaltskonto macht. Was sollte man sonst sagen? DKB ist Herausgeber von der Hilton-Kreditkarte, von der Miles & More Kreditkarte. Also insofern immer eine gute Idee, bei denen eine gute Verbindung zu haben. Air Canada. Air Canada hat ab dem 1. September 2022 neue Meilenwerte, Meilentabellen zum Einlösen bei Aeroplan. Air Canada Aeroplan. Und da gibt es einige Änderungen, wenn man sich die Wortschatz anguckt. Und zwar ist es so, wenn man zwischen Nordamerika und Atlantik fliegt, dann ist es beim Business Partner von 85.000 auf 90.000. Wenn man in First als Partner, dann ist es increased von 120.000 auf 130.000. Wenn man mehr als 8.000 Meilen fliegt, das erste war von 6.000 bis 8.000 Meilen, 8.000 Meilen fliegt, dann ist der Business von 100.000 auf 110 und von 130.000 auf 140, wenn man das beim Partner auf First Class macht. Wer von Nordamerika nach Pazifik möchte und hat eine Distanz von 7.501 bis 11.000 Meilen, der bekommt da auch einen höheren Preis. Von 85.000 ist es gestiegen in der Business Partner auf 87.500. Und wenn man dann nochmal weiter schaut, dann ist es so, dass der Business Partner bei 7.500 bis 11.000, hatte ich ja gerade gesagt, von 11.000 plus Meilen, ist auf 105 auf 115.000 und von 140.000 auf 140.000, nee, von 140 auf 150.000, wäre ja keinen Sinn, 140 auf 150.000 im First-Partner-Tarif. Wenn ihr zwischen Nordamerika und Südamerika fliegen wollt, da ist auch eine Erhöhung. Die Erhöhung ist da im Regelfall so auch mehrere tausend Punkte gewesen. Ich lasse jetzt mal die ganzen Änderungen einfach weg, schaut einfach nach. Spannend ist vielleicht für uns auch noch, wenn wir uns das Ganze angucken,
dass viele Sachen Südamerika sind, also uns nicht wirklich direkt betrifft, es sei denn, ihr wollt innerhalb von Südamerika fliegen. Und schauen wir einfach mal, was die Änderungen sonst so bringen. Aber hier immer wieder der alte Klassiker, burn while you earn. Das heißt also, man soll die Meilen nicht auf dem Konto liegen lassen und denken, ich benutze die später, sondern es wird einfach weniger. Ihr wisst das ja selber, Inflation, wer kennt das nicht? Und ein Meilenkonto ist kein Guthabenkonto. Deshalb gibt es da nicht irgendwie wie auf einem Sparbuch oder sonst irgendwas Zinsen. Da gibt es gar nichts. Deshalb einfach verbrennen, wenn ihr sie habt. Dann hatte ich gelesen, im Business Insider war das, in der englischsprachigen Ausgabe, wenn man fliegen möchte wie ein Pro, gibt es 6 Geheimnisse aus der Industrie von Airline Workers, also von Leuten, die bei Fluggesellschaften arbeiten, Flugbegleiter, Flugbegleiterinnen und so weiter und so fort. Ihr werdet merken, ich weiß nicht, also meistens Sachen halte ich davon für Quatsch. Aber an einem Samstag können wir das ja mal besprechen. Zumal wir ja gestern das Thema schon mit dem Wasser besprochen haben, passt da heute auch ein Thema dazu. Und zwar schreiben sie, hydriert euch, hydriert euch, hydriert euch. Heißt also einfach, weil in der Kabinenluft nur 20% Luftfeuchtigkeit ist, in der Sahara sind 25%, also in einem Flugzeug ist es trockener als in der Wüste, muss man einfach Wasser trinken. Und dann ganz wichtig, Bottled Water, also Flaschenwasser. Also daran sehe ich, dass das sehr, sehr, nennen wir es einfach mal zu dem, was gestern gesagt wurde, im Widerspruch steht. Die beste Zeit, um einen Flug zu buchen, das wäre Dienstag 2.30 Uhr nachmittags, weil die meisten Tickets werden am Wochenende gebucht. Meine Erfahrung ist so ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, am Wochenende sind die Tickets billiger, weil gerade Firmen nicht buchen, sondern Leute buchen, die privat reisen und da auch wesentlich preissensitiver sind. Könnt ihr ja auch mal schreiben, wann ihr eure billigen Tickets besorgt. Ich schaue auch jeden Tag nach und ihr wisst ja, mit der Dealzone, da haben wir ja auch öfters Deals und deshalb halte ich das jetzt auch für Folklore. Aber wenn wir einen Feiertag machen sollten in der Heiligen Kirche der Vielflieger, dann wäre das, der Dienstag wäre unser Sonntag. Was wäre dann unser Samstag? Logischerweise der Montag oder sollten wir Samstag einfach einen anderen Tag feiern? Schauen wir einfach. Dann das nächste ist, wir hatten ja auch das Thema Babys in dem Flugzeug und da gab es ja auch Kontroversen. Einige waren da ja auch durch Aussagen hervorgetreten, die jetzt etwas problematisch sind. Und zwar, wer das vermeiden möchte, sollte einfach zu bescheuerten Zeiten fliegen, relativ früh, relativ spät, weil der Expertenstatus, den die Leute haben, die an diesen Themen gearbeitet haben, sagen, ja, also Eltern fliegen nicht zu merkwürdigen Zeiten. Deshalb solltet ihr zu merkwürdigen Zeiten fliegen, damit ihr dann von den Kindern verschont seid. Und anderer Tipp ist natürlich, nicht im Bulkhead sitzen, also in der ersten Reihe oder sowas, dann seid ihr auch von den Kindern verschont. Was sagt ihr dazu? Ich weiß es nicht. Ich glaube, man hat da immer die Gefahr, dass da Kinder dabei sind. Und wenn es so ist, ist es halt so. Dann ein Vorschlag, den ich richtig geil finde, ist, bringt Geld mit und man kann jemanden bezahlen, um einen besseren Sitz zu bekommen. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, da so Geldscheine mitzubringen, zu sagen, hey, hallo Kollege. Ich glaube aber eher, dass das so darum geht, dass man eventuell jemanden in der eigenen Buchungsklasse bezahlt. Das ist jetzt nicht so, dass man aus der Economy-Klasse in die First-Class tippelt und sagt, hey, ich will da meinen Sitz, hier hast du von mir Tausender. Oder so. Merkwürdige Vorschläge. Aber wie gesagt, deshalb wollte ich euch mal bringen, damit ihr einfach mal seht, auf was für komische Ideen die Leute kommen. Und dann der nächste Tipp ist, man soll hinten im Flugzeug sitzen, um einen besseren Service zu bekommen. Weil wenn man näher zu den Flugbegleitern sitzt, dann ist es halt so, dass man schneller Antworten bekommt von denen. Heißt also, es ist einfacher, einen extra Drink zu bekommen, aber nur, wenn ihr freundlich seid. Also, warum soll ich denn hinten im Flugzeug sitzen? Zumal hinten im Flugzeug sind die Sitze ja enger. Also das macht keinen Sinn. Und dann natürlich, was auch ganz wichtig ist, aber der Tipp ist eigentlich ein Tipp, den kann ich als einzigen wirklich zu 100% unterschreiben.
dass man so früh wie möglich eincheckt, also auch online eincheckt, damit man von dem Flug nicht gebumpt wird. Was, also bumpen heißt, dass man nicht runterfliegt von dem Flug oder einfach dann da kommt und Pech hat, weil man auf Warteliste kommt, weil der Flug überbucht ist. Und natürlich, die Leute, die rausfliegen, sind die, die als letztes eingecheckt haben. Und ansonsten die, die das billigste Ticket haben. Aber auch hier noch eine Anmerkung zusätzlich. Status schützt da schon vor. Also so ist das ja nicht. Also wer ein Horn Circle Senator oder sonst was als Status hat, der hat da wesentlich mehr Vorteile. Ja, sagt mir, was ihr dazu davon haltet, weil ihr diese Vorschläge sinnvoll fandet oder nicht. Ich habe meine Meinung nicht verbergen können. Ich fand es eigentlich am geilsten, war mein Vorschlag mit hinten sitzen, dann wird man am besten bedient. Eigentlich ist das hinten, eigentlich, das Problem ist, da hinten fängt ja schon dabei an, dass die Essen gar nicht, gut, es gibt ja nicht immer Essen, aber wenn es Essen gibt, dann ist es halt nicht mehr Chicken or Beef, sondern das ist einfach Beef or Leaf oder keine Ahnung, wie das heißt. Also auf jeden Fall hat man hinten ja meistens dann schon wieder keine Auswahl, aber nun gut. Wollen wir nicht meckern, die Vorschläge von den Professionals, um wie ein Pro zu fliegen, vielleicht nicht ganz so zielführend, was der Business Insider hier gemacht hat. Die haben sogar für den Quatsch ein YouTube-Video gemacht, was, ja, ich werde es nicht verlinken, weil das ist, also, kommentiert einfach. Kleiner Reminder für euch heute auch wieder, das ist Iberia. Iberia hat ja einen Sale, und zwar da ist es so, dass man Geschenkkaufkarten kaufen kann mit 15% Rabatt, also bis zu. Und ich gehe jetzt einfach mal auf Geschenkkarte live kaufen und dann wartet man einen Moment und dann fragt er einfach, wie die Karte aussehen soll. Und da gibt es dann mehrere Auswahlmöglichkeiten, 50 Euro, die man für 45 Euro kaufen kann, 100 Euro für 88 Euro kaufen kann und dann 300 Euro für 258 Euro. Oder wer den größten Betrag kaufen will, ist 500 Euro, der kostet nur 425 Euro. Also eine Möglichkeit, da zu sparen. Dann wollen wir natürlich auch nochmal auf die Nutzungsbedingungen zu gucken. Ablaufdatum ist der 30.07.2023, gültig für Direkt- und Anschlussflüge durchgeführt von Iberia, Iberia Express, Iberia Regional Air Nostrum. Und natürlich spätestens Flugdatum wäre der 30.07.2023 und unbegrenzt, bis das Guthaben aufgebraucht ist, ist die Möglichkeit der Verwendung. Heißt also, wenn man Flüge findet, die nur 100 Euro kosten und die hätte 500 Euro, werden die einfach abgezogen, hätte 400 Euro und dann könnt ihr jeweils so die Flüge bezahlen. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart am heiligen Samstag zur neuesten Ausgabe von Frequent Traveler TV Takeoff. Ich werde mich gleich noch an die neue Show machen, und zwar einmal Lufthansa Group Update und wir haben schon die Meilen-Highlights. Die werden am Montag kommen. Da könnt ihr euch auch schon mal die Uhrzeit notieren. Ich werde das wahrscheinlich ab 8 Uhr freischalten, dass ihr das euch anschauen könnt. Auch, was noch zu sagen? Abonnieren, Glocke an, kommentieren. Like da lassen, Stammtisch, 13.8., 12.8. München, 13.8. Berlin. Nee, Quatsch, Frankfurt ist 13.8., nicht Berlin, nicht einmal Storno. Also 13.8. Frankfurt und weitere Termine folgen. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Also bis dann, ciao.